Heute machen wir weiter mit Kapitel 5 Qualitätsbetrachtung und zwar den Unterkapiteln 5.4 Auflösungsvermögen terrestrischer Laserscanner und 5.5 resultierende Messunsicherheit der Punktwolke. Basierend auf der heutigen Vorlesung sollen Sie am Ende vier Fragen beantworten können, die ich als Lernziele ausweise. Zum einen, was beschreibt das Auflösungsvermögen eines Laserscanners? Wie wirkt es sich aus und wovon hängt es ab? Und bezüglich der Messunsicherheit, wie lässt sich die Kovarianzmatrix von Laserscan-Punktwolken modellieren und quantifizieren und aus welchen Gründen sind hier Vereinfachungen zu treffen? Wir beginnen jetzt mit dem Kapitel 5.4 Auflösungsvermögen terrestrischer Laserscanner und hier der Definition des Auflösungsvermögens. Nun ja, ich fange nochmal an mit der Punktwolke, die ich schon öfters gezeigt habe, mit der aufgenommen mit der Leica-Scanzeichen P50 und heute geht es nicht so sehr um die gesamte Genauigkeit, jedenfalls bei dem Kapitel, um das wir uns jetzt kümmern, sondern es geht hier um die Details. Weil das Auflösungsvermögen hat etwas damit zu tun, welche Details ich in einem Scan sehen kann. Also wir sehen hier, wenn wir viele Details sehen, heißt das, wir haben ein hohes Auflösungsvermögen, also eine hohe Detailtreue der Aufnahme. Wir sehen selbst kleine Auffälligkeiten in den Punktwolken. Das ist jetzt hier also gegeben. Wir sehen selbst Traktorspuren in der Wand, wir sehen hier das Zielzeichen, wir sehen die Kanten sehr gut. Es scheint also ein hohes Auflösungsvermögen zu haben, diese Punktwolke. Gucken wir uns den Zollhorn-Fröhlich-Imager 5016 an, mit dem Beispiel, was ich auch schon öfters gezeigt habe. Dann sehen wir auch hier die Säule von der Ausgrabungsstätte sehr, sehr detailgetreu. Wir sehen hier diese unterschiedlichen Krümmungen, wir sehen die einzelnen Verzierungen. Das scheint also eine hohe Detailkenntnis zu haben oder einen hohen Detailgehalt dieser Scan. Entscheidend ist das zum Beispiel, wenn es um Risse geht oder um ähnliche Dinge. In der linken Grafik könnte zum Beispiel eine Frage sein, wie lang ist denn hier der Riss? Wir sehen hier einmal ein Foto und im Foto könnten wir mit einem Maßband messen, der ist 36 cm lang. In dem Laserscan hört der aber irgendwann auf, nämlich nach 27 cm. Das heißt, wir sehen hier gar nicht weiter, dass hier der Riss noch existiert, weil der einfach so schmal ist, dass der Laserscanner das nicht auflösen kann. Er vermag es nicht, das aufzulösen. Also Auflösungsvermögen hängt damit zusammen. Wir werden später sehen, woran das liegt. Das hat natürlich auch was mit der Größe des Laserspots zusammen. Weil wenn er wesentlich größer ist als der Riss, den ich hier auflösen will, dann merkt einfach die Distanzmessung nicht, dass es da reingeht. In der mittleren Abbildung, eben haben wir schon das größere Bild dazu gesehen, wie tief sind hier die Treckerspuren? Können wir nur feststellen, wenn wir ein hohes Auflösungsvermögen haben. Auf der rechten Seite sehen wir eine Staumauer und die Frage ist, wie viele Steine hat die Mauer? Kann ich also Unterschiede zwischen Stein und Zwischenraum des Steines erkennen, sodass ich einzelne Steine segmentieren kann und separieren kann? Dafür brauche ich ein relativ hohes Auflösungsvermögen, weil sonst verwischen die Steine miteinander und ich kann keine Unterschiede erkennen. Also es geht um die Detailkenntnis. Gucken wir uns mal an, wie das Auflösungsvermögen definiert ist. Allgemein, also unabhängig vom Laserscanner, können wir sagen, dass der kleinste gerade noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vom Sensor und unterscheidbarer Messschritt das Auflösungsvermögen ist. Ist also nicht gleichbedeutend mit der Auflösung, das wird gleich noch kommen, sondern wir wollen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also einer gewissen Sicherheit, das hat etwas mit Signifikanz zu tun, Dinge unterscheiden. So, allgemein unabhängig vom Laserscanning. Wollen wir das jetzt auf das Laserscanning beziehen, dann und können wir das unterteilen in das Auflösungsvermögen in Distanzrichtung und ein Auflösungsvermögen quer dazu, also in Winkelrichtung. In Längsrichtung würden wir sagen, es ist die Fähigkeit, zwei Objekte in derselben Strahlrichtung mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden. Also sehe ich, dass zwei Objekte unterschiedlich weit entfernt sind. Kann ich das mit Sicherheit sagen, dass das eine Objekt 2 mm näher als das andere ist oder nicht? In Querrichtung die Fähigkeit, zwei Objekte in unterschiedlichen Strahlrichtungen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu unterscheiden. Also, das passt zu den Abbildungen eben, kann ich separieren zwischen dem einen Stein und den anderen Steinen? Kann ich separieren zwischen Riss und keinem Riss? Es geht also darum, etwas mit Signifikanz unterscheiden zu können in beiden Richtungen. Zum Vergleich, die Auflösung selber entspricht der kleinsten Zähleinheit des Sensors. Also, eine Auflösung hat nichts mit einer Signifikanz zu tun, sondern es könnte zum Beispiel andeuten, wenn ich mit einem Distanzmessgerät maximal Zehntel Millimeter Schritte ablesen kann oder maximal Zehntel Millimeter messen kann auf Basis des physikalischen Messprinzips, vielleicht auch auf Basis, wenn ich mit einem Phasenvergleichsverfahren messe, hängt das ja mit der Wellenlänge zusammen. Ein Zehntausendstel Anteil zum Beispiel, je nach Digitalisierungsmethode.
kann ich auflösen maximal. Hat aber nichts damit zu tun, mit welcher Sicherheit ich Dinge unterscheiden kann. Also die Auflösung ist erstmal realisierbar vom Messsystem. Und was ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit unterscheiden kann, hängt wiederum auch von zufälligen Abweichungen ab. Beim Laserscanning werden wir jetzt gleich hauptsächlich über das Auflösungsvermögen in Querrichtung sprechen, weil das von einer besonderen Relevanz ist. Das passt einerseits zu dem Beispiel, die ich eben gezeigt habe, also kann ich den Riss sehen, kann ich die Steine separieren. Andererseits hängt das sehr stark mit dem Messprinzip des Laserscannings zusammen, dass es hier interessant ist, weil es gibt mehrere Einflüsse, die da auf jeden Fall darauf wirken. Wir sehen hier einmal exemplarisch, wie ein Laserscanner misst. Und zwar haben wir einen Laserscanner, der tastet mit einer gewissen Schrittweite ab. Die stelle ich ein. Ich sage zum Beispiel, der soll abmessen mit einem Punktabstand von 1,6 mm in 10 Meter Distanzentfernung. Damit wird die Schrittweite festgelegt. Das heißt, hier geht es um die Objektauflösung. Hier steht auch wieder das Wort Auflösung drin. Also welcher Punktabstand liegt vor? Das können wir beim Laserscanning mit der Auflösung der Punktwolke beschreiben, mit der Objektauflösung. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass wir eine gewisse Strahldivergenz haben und die führt dazu, dass wir einen Laserspot haben, der nicht infinitesimal klein ist, sondern eine gewisse Größenordnung hat, von auch mitunter Millimeter oder Zentimeter sogar. Und diese Größe, Spotgröße und Punktabstand, die konkurrieren halt und stehen in einem gewissen Verhältnis und die sind mitentscheidend dafür, wie das Auflösungsvermögen eines Laserscanners ist. Das möchte ich noch was näher erläutern. Wir sehen hier eine Skizze bezüglich des Auflösungsvermögens in Querrichtung. Wir sehen einmal genau wie eben eine gewisse Spotgröße und wir sehen einen gewissen Punktabstand, also der Abstand zwischen den Zentren zweier Laserspots. Und wir sehen jetzt drei verschiedene Situationen. Links relativ große Laserspots, in der Mitte kleinere und rechts noch kleinere. Und wir sehen, dass diese Laserspots in allen drei Fällen aneinander stoßen. Und wenn wir jetzt ein Objekt aufnehmen, mit diesen drei unterschiedlichen Gegebenheiten würden wir natürlich alle sagen, von links nach rechts steigt die Auflösung und das Auflösungsvermögen ist auch höher. Das liegt daran, die Auflösung steigt, weil der Punktabstand wird kleiner, die Distanz zwischen zwei Zentren ist kleiner geworden, also sind benachbarte Punkte näher beieinander quasi, der Abstand ist kleiner. Und das Auflösungsvermögen ist auch höher, weil wenn jetzt hier zum Beispiel ein Riss durchginge, würde der hier überhaupt nicht sichtbar sein. Wahrscheinlich hier vielleicht schon eher und hier noch eher, weil da einfach mehr Punkte sind, die unterschiedliches auflösen, die unterschiedliches messen. Das heißt in diesem Fall, dass die Auflösung, das Auflösungsvermögen wird höher. Das ist natürlich ein synthetisches Beispiel, weil ich kann nicht gut am Laser, an der Laserspotgröße schrauben. Ich kann den Laserspot, die Spotgröße ja nur beeinflussen, indem, dass ich mich näher an ein Objekt ranstelle oder nicht, aber ich kann nicht dem Laserscanner sagen, jetzt nimm eine kleinere Laserspotgröße. Gucken wir uns ein zweites Beispiel an, realistischeres. Ich habe eine Spotgröße, die ist einfach fest. Die kann ich nicht beeinflussen. Ich stehe meinetwegen 20 Meter vor dem Objekt, messe, ich kann die Spotgröße nicht beeinflussen. Das heißt, die bleibt in allen drei Fällen gleich. Was ich aber beeinflussen kann, ist den Punktabstand. Ich kann sagen, nun ja, miss mit 3,1 mm in 10 Meter oder miss mit 1,6 mm Punktabstand in 10 Meter oder mit 0,8 mm. Und wozu führt das? Das führt dazu, dass der Punktabstand geringer wird bei gleichbleibender Spotgröße. Und wenn wir jetzt die drei Fälle vergleichen, können wir natürlich sagen, die Auflösung wird wieder höher, weil der Punktabstand ist ja geringer. Aber ist auch das Auflösungsvermögen höher? Das ist die entscheidende Frage heute. Und ich kann Ihnen schon sagen, natürlich steigt es von links bis rechts, aber es steigt sicherlich nicht im gleichen Maße, wie der Punktabstand verringert wird. Und das hängt natürlich mit der Spotgröße zusammen, weil je mehr die sich überlappen, desto weniger neue Informationen kommt hinzu, selbst wenn die näher beieinander liegen. Das führt zur Korrelation, wie wir sehen werden. Okay, jetzt habe ich eine kleine Einführung gegeben, was das Auflösungsvermögen ist, wie es definiert ist und wie das jetzt beim Laserscanning zusammenhängt. Jetzt wollen wir uns mal angucken, wie sich das bestimmen lässt. Und hier möchte ich auch beginnen, diesmal wieder mit dem Auflösungsvermögen in Distanzrichtung, auch wenn das jetzt nur ein Randaspekt ist und danach werde ich wieder auf das Auflösungsvermögen quer dazu eingehen. Die Frage ist also, wie kann ich das Auflösungsvermögen bestimmen eines Laserscanners in Längsrichtung?
Also ich möchte bestimmen, inwieweit kann ich zwei Objekte, die in Strahlrichtung liegen, separieren. Was man dafür tun kann, ist zum Beispiel, man misst eine gewisse Messtafel ein und verschiebt die dann in Distanzrichtung. Hier haben wir ein Objekt, mit dem wir die in Distanzrichtung verschieben können. Wir können also an Mikrometerschrauben drehen und in Distanzrichtung das Objekt immer weiter nach hinten fahren. Und da wir hier von einer Abhängigkeit von der Präzision sprechen, weil je präziser eine Distanzmessung ist, desto schneller kann ich ja feststellen, ob sich die Distanz geändert hat, sollte man das mit verschiedenen Oberflächen tun, die unterschiedliche Reflexionsgrade haben, sodass wir von unterschiedlichen Präzisionen ausgehen können. Der Zusammenhang zwischen Reflexionsgrad und Präzision, den hatte ich ja im Kapitel 5.1 schon hergeleitet. Heißt also, was kann man tun? Man könnte jetzt diese Intensitätstafel in unterschiedlichen Farben einmessen in gewissen Distanzen. Hier sehen Sie einmal, wo das gemacht wurde. Wir haben hier eine Distanz von ungefähr 10 Meter, haben das weiße Feld eingemessen. Hier ist ein Beispiel des weißen Feldes und hier ist ein Beispiel des schwarzen Feldes. Und Sie sehen, die Tafel wurde jeweils ein Stück weiter nach hinten verfahren, in ganz kleinen Schritten. Und jedes Mal wurde eine Standardabweichung berechnet über die jeweilige Farbe, über die Distanzmessung der jeweiligen Farben. Und Sie sehen, dass die Normalverteilung der jeweiligen Distanzen natürlich schmaler ist bei einer weißen Oberfläche als bei einer schwarzen Oberfläche, weil die Präzision hier einfach höher ist als hier. Das heißt, die Streuung der Werte ist einfach größer. Okay. Und jetzt sehen wir hier, hier liegen die Normalverteilungen alle hintereinander und hier überlappen die sich viel stärker, obwohl die Verschiebung identisch groß war, weil es ja dieselbe Tafel war. Und die Frage ist jetzt bei dem Auflösungsvermögen, ab wann können wir diese Normalverteilung voneinander separieren? Also können wir diese Normalverteilung von dieser hier unterscheiden oder von der oder von der oder von der? Und ab wann, ab dem Schwellwert, ab dem wir die unterscheiden können, das ist dann das Auflösungsvermögen in die Distanzrichtung. Und offensichtlich ist das hier höher als hier, weil sich hier die Normalverteilung viel stärker überlappen. Okay. Was kommt raus, wenn man sowas macht? Wir sehen jetzt das Auflösungsvermögen in Längsrichtung. Und wie wir das eben schon gesehen haben bei der Normalverteilung, das hängt eigentlich hauptsächlich von der Präzision der Distanzmessung ab. Und wir wissen bereits, die Präzision der Distanzmessung lässt sich allein aus der Intensität ableiten, aus der zurückgestrahlten Intensität über die Laser-Radar-Equation, was in dem Artikel von Daniel Wujans im Jahr 2017 hergeleitet wurde. Also, es führt dazu, weswegen ich das hier auch ein bisschen stiefmütterlich behandle, das Thema des Auflösungsvermögens in Längsrichtung. Wir müssen uns eigentlich nur wieder die Präzision der Distanzmessung angucken, abgeleitet aus der Intensität. Das haben wir letztes Mal besprochen. Und dann können wir auch das Auflösungsvermögen in Distanzrichtung bestimmen. Und hier sind empirische Ergebnisse. Wir sehen hier für verschiedene Auflösungsstufen, 0,8 mm, 10 Meter, 1,6 und 3,1, sehen wir das Auflösungsvermögen abhängig von der rückgestrahlten Intensität. Also hier ist auch wieder dieser Zusammenhang, den wir kennen. Und in zwei verschiedenen Distanzen, einmal bei 10 Meter und bei 30 Meter. Und was man sieht, natürlich wird die Auflösung schlechter, je weiter ich weg bin. Und das Auflösungsvermögen wird schlechter, je weiter ich weg bin. Die Auflösung selber, also der Punktabstand, scheint aber keinen großen Effekt zu haben. Jedenfalls ist er wesentlich geringer als jetzt hier dieser Abstand von 20 Meter zwischen den beiden Zieltafeln. Also Auflösungsvermögen, Möglichkeit, zwei Dinge in Distanzrichtung zu unterscheiden, abhängig von der Präzision der Distanzmessung, damit abhängig von der Intensität, die rückgestrahlt ist, also von der Reflektanz des Objektes, vom Einfallswinkel und der Distanz, wie Sie aus der Laser-Radar-Equation wissen, vom Kapitel 5.1. Interessanter heute ist das Auflösungsvermögen in Querrichtung. Und um das zu bestimmen, gibt es verschiedene Prüfkörper. Im Jahr 2004 gab es schon die Veröffentlichung von Böhler und Marbst, die den sogenannten Böhler-Stern vorstellt. Das ist ein Prüfkörper, der hat eine Dimension von, ich glaube, sowas im Bereich
30 mal 30 oder 40 mal 40 Zentimeter. Und Sie sehen, der besteht aus so Kuchenstücken. Und hier vor, wir haben einen Vordergrund mit den Kuchenstücken. Dazwischen sind immer Lücken, die hier radial angeordnet sind. Und dann haben wir eine Hintergrundfläche. Und die Sache ist, es wird hier drauf gescannt und es wird geguckt, wie viele Punkte bleiben vorne, wie viele Punkte bleiben hinten und können wir den Vordergrund und Hintergrund unterscheiden. Und je mehr wir in die Mitte gehen, desto feiner wird ja dieser Steg, den ich überhaupt vorne noch scannen kann. Und daraus kann ich dann ableiten, inwiefern oder bis wohin ich den Steg überhaupt noch wahrnehmen kann. Und aus dieser Schmalheit des Steges an dieser Stelle kann ich dann was zum Auflösungsvermögen sagen. Das war die Idee im Jahre 2004. Und wir werden gleich sehen, dass wir darauf aufgebaut haben. Eine ähnliche Möglichkeit ist der Testkörper-Lochscheibe, der in der Publikation Wunderlich et al., also der blauen Reihe des Lehrstuhls für Geodäsie an der TU München, entwickelt wurde. Und der ist eigentlich sehr ähnlich. Wir haben hier eine Vordergrundfläche, wir haben eine Hintergrundfläche, die sind 10 cm auseinander. Wir haben hier dieses Loch von 20 cm, dann die Scheibe von jeweils 10 cm. Und die Frage ist halt, wie viele Punkte bleiben oben, wie viele bleiben hinten hängen und wie viele Punkte liegen in der Mitte, also im Kometenschweif. Und das wird dann benutzt, um etwas über die Auflösung sagen zu können. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben uns auf den Böhler-Stern fokussiert und haben da auch Simulationen, Analysen durchgeführt und haben den nachgebaut und einen eigenen Algorithmus geschrieben, um die Sachen auszuwerten, der noch ein bisschen besser arbeitet, sage ich mal. Unser Böhler-Stern hat eine Dimension von 1 mal 1 Meter und wir sehen hier auch verschiedene Kuchenteile, die alle mit einem Öffnungswinkel von 15 Grad haben. Wir haben hier einen Abstand von 25 Zentimeter zwischen Vordergrund und Hintergrund und wir haben hier 4 Botha-8-Zielzeichen, mit denen wir die Laserscans dann registrieren können, nachher so ein einheitliches Koordinatensystem haben. Und auch hier wird geguckt, inwieweit messen Punkte auf den Vorder- und den Hintergrund. Und das Prinzip ist jetzt wie folgt, was dahinter steckt. Hier links einmal dargestellt, angenommen, wir haben ein Objekt mit einer Kante. Und die Frage ist jetzt, können wir diese Kante auflösen? Wie weit müssen Punkte auseinander liegen oder wie groß ist der Abstand zwischen Punkten, sodass ich diese Kante auflösen kann? Und das hängt dann abhängig von der Laserspotgröße, von der Auflösung, von der Präzision der Distanzmessung und damit wiederum von der rückgestreuten Intensität und damit wiederum von der Laser-Radar-Equation. Das heißt, wenn wir uns das Auflösungsvermögen in Querrichtung angucken, haben wir wieder eine Abhängigkeit von der Präzision der Distanzmessung, wie es auch bei dem Auflösungsvermögen in Distanzrichtung ist. Allerdings haben wir jetzt auch noch einen Einfluss der Auflösung, der stark ist und auch von der Laserspotgröße, was wir eben gesehen haben, was nicht so einen großen Einfluss hatte bei der bei dem Auflösungsvermögen in Distanzrichtung. Und auch hier nochmal dieses Bild anders dargestellt. Angenommen, wir messen mit einem Laserscanner von oben auf dieses Objekt hier, auf die Kante. Wir haben eine gewisse Strahlbreite, also eine Laserspotgröße, das sind diese roten Linien hier. Und wenn wir von links anfangen zu messen, dann haben wir hier einen Laserspot, dann kommt der nächste. Die Mittelpunkte der Laserspots sind immer blau dargestellt, das ist also die Auflösung. Und irgendwann liegt der Punkt ein bisschen weiter tiefer, weil dann mehr Anteile des Laserspots nicht mehr auf dem Vordergrund sind, sondern auf dem Hintergrund. Das heißt, wir haben hier so einen Abrundungseffekt, den kennen Sie auch, die weichen Kanten. Und die Frage ist halt, ab wann können wir die Ebene von der Ebene separieren? Und das nennen wir dann die Resolution Capability, also das Auflösungsvermögen. Das ist die Idee. Und damit können wir dann beziffern, können wir zum Beispiel, wie breit müsste ein Riss sein in einer Oberfläche, dass wir den feststellen können, mit einem gewissen Laserscanner. Und wenn wir nochmal zum Böhler-Stern zurückkommen, ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das funktioniert. Wir haben jetzt hier einen Scan mit einer Auflösung von 0,8 mm an 10 Meter und das wurde gescannt in 40 Meter Entfernung. Das ist das, was rauskommt aus der Messung. Das ist jetzt schon registriert und wir sehen hier in Farben die Abweichungen vom Vordergrund. Und Sie sehen hier, die gelben Flächen haben eine Abweichung von 0. Und die blauen Flächen sind der Hintergrund, das ist die Distanz von 25 cm. Ich hatte hier eben gesagt, Vordergrund und Hintergrund sind 25 cm auseinander. Und wir sehen schon, dass Blau und Gelb ziemlich gut separierbar sind, aber es gibt hier so Stellen, wo wir so Mischformen haben. Und genau das wollen wir nachher analysieren,
um zu gucken, wie groß ist das Auflösungsvermögen. Das ist jetzt eine Auflösung von 0,8 mm in 10 Meter. Wenn wir das gleiche machen, also ein Scan in 40 Meter Distanz mit einer aber niedrigeren Auflösung von 1,6 mm, dann sehen wir schon, dass wir hier einzelne Punkte erkennen können. Und dieser Bereich hier, wo dieses Türkise ist, der wird größer. Bei einer niedrigen Auflösung ist das noch mehr der Fall. Wir sehen also hier, dass wir überhaupt keine Stege mehr unterscheiden können, gar keine Kuchenstücke. Also hier wird das Auflösungsvermögen immer schlechter. Okay, also die Kuchenstücke lassen sich mit geringerer Auflösung nicht mehr voneinander trennen. Und was wir tun ist, wir bestimmen jetzt den radialen Abstand vom Mittelpunkt, ab dem der Vorder- und der Hintergrund trennbar sind. Und wenn wir sagen, ab der Stelle sind sie trennbar, dann wissen wir, wie groß das Auflösungsvermögen ist. Und das kann man für jedes Kuchenstück einzeln machen. Das heißt, man hat da eine gewisse radiale Information und kann dann gucken, ob wir Unterschiede zwischen horizontal und vertikal sehen. Und dass Unterschiede zwischen horizontal und vertikal wahrscheinlich vorliegen, können wir hier schon erahnen, weil wir sehen, dass diese türkisen Bereiche eigentlich immer nach links und rechts auftreten und nicht nach oben, nach unten. Das heißt also, wir sehen hier, diese Stege, die ja horizontal verlaufen, kann ich nicht mehr gut auflösen. Das heißt, das vertikale Auflösungsvermögen ist wahrscheinlich schlechter als das horizontale, weil ich hier diese Stege, die horizontal verlaufen, nicht mehr gut sehe. Und das hängt ja mit dem vertikalen Auflösungsvermögen zusammen. Und das sehen wir auch hier. Das hier ist jetzt das Auflösungsvermögen. Das heißt, wir haben uns für jedes Kuchenstück angeguckt, ab wann ist das separierbar. Und das haben wir hier aufgetragen. Sie sehen das Ergebnis hier für die Auflösung 0,8 mm in 10 Meter für einen Scanner Leica P20 auf den Böhlerstern, auf unseren neuen Böhlerstern, abhängig von Distanzen zwischen Scanner und Böhlerstern, zwischen 5 Meter und 80 Meter. Und rechts auch das Auflösungsvermögen für eine geringere Auflösung, also einen höheren Punktabstand. Okay, was wir hier sehen ist, nun ja, wir sehen hier tatsächlich den Fall, den ich eben beschrieben habe, das Auflösungsvermögen ist im Vertikalen schlechter. Das heißt, im Vertikalen habe ich hier Abweichung von plus 2 und minus 2 Zentimeter, wenn ich 80 Meter weit weg bin. Das heißt, das ist eine Größenordnung, die ein Objekt haben muss, damit ich es erkennen kann im Scan. Und je näher ich rangehe, je kleiner die Distanz ist, desto besser wird natürlich das Auflösungsvermögen. Wir sehen hier, dass wenn wir meinetwegen 20 Meter weit weg sind, dann sind wir beim Lila, dann hätten wir hier ein Auflösungsvermögen von 5 mm ungefähr bei dieser Stufe. Und hier bei 3,1 mm haben wir bei 20 Metern ein Auflösungsvermögen von so 1,5 cm plus minus. Okay, es hängt also sehr stark von der Distanz ab. Ist nicht verwunderlich. Wir sehen aber noch mehr. Wir sehen, dass wir hier eine stehende Ellipse haben. Also, wie gesagt, im Vertikalen ist das Auflösungsvermögen scheinbar deutlich schlechter als im Horizontalen. Und das sehen wir bei beiden Auflösungsstufen hier. Wir sehen aber, dass das im Nahbereich nicht der Fall ist. Hier bei 5 Metern haben wir eine Ellipse, die liegt mehr, als dass sie steht. Und erst bei 10 Metern fängt sie an zu stehen und dann prägt sich diese Exzentrizität der Ellipse immer mehr aus. Heißt also, wir haben eine Orientierung der Ellipse, die scheint sich im Nahbereich ein bisschen anders zu verhalten als im fernen Bereich, ab 10 Meter oder mittleren Bereich. Und was wir jetzt hier sehen, ist natürlich auch nur eine Messung, wo der Böhlerstern ungefähr auf Kippachshöhe des Laserscanners stand. Das heißt, es kann auch sehr gut sein, wenn ich Messungen durchführe, die Richtung Zenit oder Richtung Nadir gehen, dass sich die Ellipse nochmal dreht. Das ist gar nicht unwahrscheinlich, wenn wir die Physik des Laserstrahls uns einmal angucken und der Aussendung aus dem Instrument, der Rotationsachsen und so weiter, könnte es sehr gut sein, dass sich diese Ellipse dreht, sodass wir nicht immer eine Vertikalstellung haben und nicht immer vertikal das Auflösungsvermögen schlechter ist als horizontal. Aber so sieht das hier erstmal aus, wenn wir Punkte ungefähr im Horizont anmessen. Okay, warum ist das denn jetzt so? Warum ist das vertikale Auflösungsvermögen schlechter als das horizontale? Und um das zu klären, habe ich mich mal Dissertation von Thomas Schäfer angenommen. Und der hat untersucht, inwieweit der Laserspot bei Tachymetern abhängt von Distanzen. Und zwar hat er einfach mit einem Tachymeter auf eine Kamera gemessen und hat dann mit dem CCD-Array oder CMOS-Sensor der Kamera den Leuchtfleck abgebildet und ausgemessen auf der Kamera.
Hier war das ein Leica TCR A1101 Tachymeter, aber wir nehmen mal an, dass das für einen Laserscanner sehr ähnlich aussieht. Also wir sehen hier die Größe des Laserspots abhängig von denselben Distanzen, die Sie eben gesehen haben, 5 Meter, 10, 15, 20, 30 und so weiter bis 80 Meter, identische Distanzen. Und auch hier sehen wir, die Ellipse ist sehr stark ausgeprägt bei großen Distanzen. Bei kleineren Distanzen sind wir eher bei was Rundem. Heißt also, wir haben hier eine Ellipse, die ist am Anfang rund oder liegt, das kann man jetzt gar nicht so gut sehen und erst nachher steht sie. Und was ich hiermit ausdrücken will, ist, dass dieses Auflösungsvermögen, das hängt sehr stark mit dem Laserspot zusammen. Wenn ich also einen Laserspot habe, der eher steht, also eine stehende Ellipse eher ist, dann ist natürlich auch logisch, dass ich im Vertikal nicht so viel auflösen kann wie im Horizontal. Das heißt, wir sehen hier einen Zusammenhang zum Laserspot. Dieses Verfahren, um das Auflösungsvermögen zu bestimmen, ist also auch ein Verfahren, um die Form des Laserspots gut abschätzen zu können und auch um Größenänderungen des Laserspots abschätzen zu können, weil sich das im Auflösungsvermögen sehr deutlich niederschlägt. Okay, Auflösungsvermögen haben wir besprochen. Sie haben gesehen, wie es bestimmt wird. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie das denn sich bei verschiedenen Laserscannern unterscheidet. Dafür haben wir eine große Studie durchgeführt und Sie sehen hier die Ergebnisse von 8 verschiedenen Laserscannern. Und zum Überblick, oben die Laserscanner in der oberen Reihe, das sind Leica-Laserscanner, P20, P40, P50 und der RTC 360. Sind alles Laserscanner, die mit dem Waveform Digitizing arbeiten, also einem modulierten oder einem veränderten Impulslaufzeitverfahren. Unten sehen Sie ein Leica HDS 6100 Scanner und danach ein Zollhaus und Fröhlich Imager 5016. Sie unterscheiden sich durch ihr Alter sehr stark. Zollhaus und Fröhlich Imager 5016 ist sehr neu, HDS 6100 ist schon einige Jahre alt. Sie haben aber beide das phasenbasierte Distanzmessverfahren, kommen beide aus dem Hause Zollhaus und Fröhlich. Und dann kommen noch zwei günstigere Produkte. Das ist einmal der Farofocus 3D X130 und der Leica BLK 360. Und bei allen Scannern haben wir das Auflösungsvermögen bestimmt in Distanzen 10, 20, 30 und 40 Meter für identische Einstellungen. Das heißt, es wurden die identischen Auflösungsstufen gewählt. Ich glaube, es war 3,1 mm in 10 Meter. Es gibt Scanner, wo man nicht genau 3,1 mm einstellen kann, dann wird die nächst passende Größe genommen. Also die Vergleichbarkeit ist nicht 100%ig, sage ich mal. Aber wir sehen hier sehr deutlich Unterschiede. Wir sehen, dass zum Beispiel die Leica ScanStation P20 und der Leica HDS 6100 sehr, sehr ähnlich aussehen. Aber wir sehen, dass anscheinend Leica zwischen dem P20 und den Nachfolgermodellen P40, P50 einen Unterschied im Laser, also einen neuen Laser verwendet hat und weitere neue Dinge durchgeführt hat, weil wir ganz klar sehen, es gibt kaum mehr eine Abhängigkeit oder einen Unterschied zwischen horizontalem und vertikalem Auflösungsvermögen. Das sieht sehr, sehr kreisrund aus. Erstens ist es viel besser geworden. Und zweitens ist es jetzt rund. Also diese stehende Ellipse sehen wir hier gar nicht mehr bei diesen beiden Scannern, beim RTC 360 auch nicht. Die drei Ergebnisse sehen alle sehr, sehr ähnlich aus. Das heißt, wir gehen auch davon aus, dass hier dieselbe Physik hintersteckt, in Form von Laser, von Strahlteil hier und so weiter. Gucken wir uns mal die untere Reihe an, phasenbasierte Systeme, die ersten beiden. Wir sehen, dass der Zollhaus und Fröhlich Imager 5016 auch sehr viel besser ist als der HDS 6100, also einer seiner Vorgänger. Wir sehen hier immer noch eine stehende Ellipse, deren horizontales Auflösungsvermögen scheinbar mit den oberen Scannern mithalten kann, im Vertikalen aber etwas schlechter ist. Der Farofocus und der Leica BLK sind jetzt gar nicht bezüglich der Auflösung schlechter als andere Laserscanner, trotz ihres geringeren Preises. Beim Leica BLK sieht man hier so ein bisschen, dass das nicht so ein schönes Ergebnis liefert. Das liegt einfach daran, weil wir hier mit einer schlechteren Präzision auch messen, gibt sich da nicht so ein schönes gleichmäßiges Bild im Ergebnis. Wir sehen also,
dass ältere Scanner potenziell ein schlechteres Auflösungsvermögen haben, neuere Scanner potenziell ein höheres. Wir sehen aber jetzt nicht unbedingt einen Zusammenhang zum Messprinzip, phasenbasiert und Impulslaufzeitverfahren können wir jetzt nicht unbedingt oder zuweisen. Ich habe jetzt hier keine Größen der Laserspots stehen, aber wir sehen auch nicht hundertprozentig, dass das nur mit der Laserspotgröße zusammenhängt. Also es gibt da so ein paar Dinge, die es erschweren, dass wir da ganz klare Zusammenhänge sehen. Das hängt natürlich auch zum Großteil mit der Nachprozessierung zusammen. Wir haben zwar eine gewisse Laserspotgröße, aber natürlich kann es sein, dass bei diesem Scanner eine andere Nachprozessierung als bei diesem Scanner vorliegt. Das heißt, wenn Mixpixels unterdrückt werden, hat das natürlich eine Auswirkung auf das Auflösungsvermögen. Wenn der Mixpixelfilter, den es ja bei jedem Laserscanner gibt, sowohl beim Einlesen als auch beim Messen selber wirken die schon. Wenn der sehr, sehr aggressiv ist, heißt das, es werden ja potenziell mehr Punkte gelöscht im Randbereich und das führt natürlich zu einem geringeren Auflösungsvermögen, weil einfach weniger Punkte sind, die ich zum Separieren nutzen kann. Also von diesen Dingen hängt das auch ab. Aber wir sehen ja ganz gut, dass es schon Sinn macht, darüber nachzudenken, welchen Laserscanner man denn kauft oder welchen Laserscanner man für eine gewisse Aufgabe nutzt, um möglichst gut Dinge separieren zu können. Das sieht man in dieser Grafik auch nochmal recht gut. Ich habe jetzt hier die Ellipse beiseite gelassen und habe mir nur einen horizontalen und einen vertikalen Querschnitt der Ellipse genommen, sodass wir jetzt hier ein horizontales Auflösungsvermögen haben und hier ein vertikales Auflösungsvermögen. Auch wieder dieser Laserscanner. Hier sind sogar ein paar mehr. Und wir sehen, dass das mit der Distanz jeweils schlechter wird, das Auflösungsvermögen, dass es vertikal stärker steigt. Also wir haben diese stehenden Ellipsen. Wir sehen, dass das bei 3,1 mm bei 10 Meter haben wir eine Auflösung von 12,4 mm in 40 Meter. Wir haben ja in 40 Meter gemessen. Das Auflösungsvermögen horizontal variiert so zwischen 15 bis 35 mm und vertikal zwischen 22 und 55 mm in 40 Meter Distanz. Und wir sehen hier wieder große Unterschiede zwischen den Scannern. Manche steigen sehr stark, manche steigen eher geringer. Und was hier ganz interessant ist, hier ist auch ein Tachymeter mit aufgeführt. Wo ist es? MS60 wurde genommen. MS60 ist hier jeweils mit am besten. Das heißt, damit schaffen wir es, ein höheres Auflösungsvermögen zu erzeugen, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Präzision der Distanzmessung hier höher ist, weil die Messfrequenz ist ja wesentlich geringer und wahrscheinlich werden da mehr Punkte gemittelt und es wird nachprozessiert, sodass wir eine höhere Präzision haben, also ein höheres Auflösungsvermögen. Fazit zum Auflösungsvermögen. Also das Auflösungsvermögen beschreibt den Detailgrad eines Laserscans. Es ist vertikal oft schlechter als horizontal. Es hängt von der Distanz ab und wahrscheinlich auch vom Vertikalwinkel. Das heißt, wenn ich es bestimmen würde, nicht im Horizont, sondern bei Zielen, die Richtung Nadir oder Zenit gehen, dann wird das wahrscheinlich auch variieren. Das bleibt noch offen, das müssen wir noch untersuchen. Wir sehen keinen direkten Zusammenhang zum Messprinzip, also zum Laufzeitverfahren oder Phasenvergleichsverfahren. Einen großen Einfluss haben aber die Punktauflösung, die Qualitätsstufe, Rotationsfrequenz, Präzision der Distanzmessung. Das sind Begriffe, die werden unterschiedlich verwendet, aber im Prinzip geht es darum, wie präzise ist die Distanzmessung. Das hängt ab von physikalischen Gegebenheiten, aber auch von der Rotationsfrequenz und von der Qualitätsstufe. Das haben wir besprochen bei der Messtechnik. Da gibt es hier unterschiedliche Ansätze, wie die Präzision gesteigert wird, indem das zum Beispiel Punkte gemittelt werden. Es hängt auch von der Laserspotgröße natürlich ab und den Überlappungen der Laserspots. Großen Einfluss hat auch die Nachprozessierung im Laserscanner, zum Beispiel das Löschen von Mixpixels, wie ich eben angedeutet habe. Jetzt wechseln wir mal das Thema. Wir gehen jetzt zum Kapitel 5.5, resultierende Messunsicherheit der Punktwolke. Aber Sie werden gleich auch sehen, dass es einen Grund hat, warum ich diese beiden Kapitel, das Auflösungsvermögen und die Messunsicherheit, gekoppelt habe in einer Vorlesung, weil das Auflösungsvermögen wirkt sich natürlich auch auf die Messunsicherheit aus. Wenn ich sage, ich habe Laserspots, die überlappen sich, dann messen die ja an der Überlappung identische Informationen. Das führt zwangsläufig zur Korrelation. Und diese Korrelation möchte ich ja in meiner
Messunsicherheit erfassen und mit meiner Messunsicherheit oder mit dem stochastischen Modell, zum Beispiel ausgedrückt durch die Kovarianzmatrix, möchte ich das also darin erfassen. Fangen wir an mit dem Abschnitt 551 Elementarfehlermodell beim terrestrischen Laserscanning. Wir wollen jetzt also als Abschluss zum Kapitel 5 uns überlegen, nun ja, welche Kovarianzmatrix oder welche, in welcher Form auch immer, kann ich denn jetzt die Messunsicherheit quantifizieren oder aufstellen oder parametrisieren? Wie kann ich damit umgehen mit all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, die verschiedenen Einflussfaktoren, Kalibrierung und jetzt eben das Auflösungsvermögen? Nun ja, prinzipiell wissen Sie ja, es gibt vier verschiedene Einflussgrößen, die auf die Qualität wirken oder auf die Messunsicherheit. Das ist einmal das Instrument selber, die Atmosphäre, das Objekt und die Messgeometrie. Diese Einflussgrößen führen zu zufälligen Abweichungen, systematischen Abweichungen und Ausreißern, so wie wir das besprochen haben in Kapitel 5.1. Mit diesen verschiedenen Abweichungsarten, den zufälligen Abweichungen, den systematischen, den groben Fehlern, gehen wir unterschiedlich um. Die zufälligen Abweichungen bestimmen zum Beispiel die Präzision oder innere Genauigkeit, die systematischen, die Richtigkeit und die äußere Genauigkeit und die groben Fehler können sich dieser Beschreibung nicht untergliedern. Da gibt es verschiedene Ursachen für diese groben Fehler, da haben wir auch drüber gesprochen. Wir können das jetzt aber noch weiter aufsplitten. Wir können diese vier Einflussgrößen, die ich eben genannt habe, Instrument, Geometrie, Atmosphäre und Objekt, den zufälligen systematischen Abweichungen und den Ausreißern zuordnen. Sie sehen jetzt hier verschiedene Elemente, die ich mit Ihnen schon besprochen habe in Kapitel 5.1. Also, bei der Geometrie haben wir die Distanz und den Einfallswinkel, die führen beide zu zufälligen Abweichungen. Der Einfallswinkel führt auch zu systematischen Abweichungen. Beim Objekt haben wir die Rauheit und den Reflexionsgrad. Beide wirken zufällig und systematisch. Bei der Atmosphäre haben wir eine Laufzeitverzögerung und eine Beugung aufgrund der Refraktion, die wirken beide systematisch. Und beim Instrument haben wir Konstruktionsabweichungen, elektronische Abweichungen, die wirken auch zufällig und systematisch. Wir haben ausführlich darüber gesprochen, dass diese zufälligen Abweichungen bezüglich Distanz, Einfallswinkel, Rauheit, Reflexionsgrad sehr gut durch die Laser-Radar-Equation modelliert werden können. Das heißt, nehmen wir die rückgestrahlte Intensität, können wir etwas über deren Größenordnung sagen. Jetzt wollen wir uns aber mal eher die systematischen Abweichungen angucken. Und die können wir weiter einteilen, weil wir haben ja eben gesehen, systematische Abweichungen versuchen wir zu reduzieren. Das haben Sie auf der Folie vorher gesehen, über die ich ein bisschen hinweggegangen bin, weil wir die schon zweimal besprochen haben. Also wir wollen systematische Abweichungen auf drei verschiedene Arten behandeln. Nämlich einmal sagen wir, wir reduzieren sie, indem dass wir sie sorgfältig kalibrieren, den Laserscanner. Dadurch fallen sie weg. Das passiert bei den Konstruktionsabweichungen, bei elektronischen Abweichungen. Wir bestimmen die Zielachsabweichung, die Kippachsabweichung zum Beispiel. Das heißt, durch eine Kalibrierung sagen wir, diese systematischen Abweichungen sind eigentlich nicht mehr enthalten in meinem Laserscan. Die habe ich kalibriert, da habe ich mich drum gekümmert. Zweite Möglichkeit, wir bringen Korrekturen an. Zum Beispiel der Hersteller weiß, dass der Einfallswinkel zu systematischen Abweichungen führt und auch der Reflexionsgrad. Und da gibt es gewisse Korrekturen, die dem entgegenwirken, sodass diese Effekte abgemindert sind. Also die Effekte von Einfallswinkel und Reflexionsgrad zum Beispiel wären noch größer, wenn da keine Korrekturfunktion vom Hersteller enthalten wäre. Und bei Beugung, also bei der Refraktion, habe ich jetzt hier geeignete Beobachtungsverfahren hingeschrieben. Damit meine ich nun ja, wir können das nicht so gut modellieren, weil da müssten wir den Refraktionskoeffizienten mitbestimmen und so weiter. Das heißt, geeignete Beobachtungsverfahren würde hier heißen, wir messen einfach nachts, sodass eine Refraktion, falls sie eine relevante Rolle spielt, verringert werden würde. Heißt also, wir haben durch die Einflussgrößen sowohl zufällige als auch systematische Abweichungen. Über Ausreißer werde ich jetzt nicht mehr reden. Aber die systematischen Abweichungen bilden wir uns ein, haben wir relativ gut im Griff, sodass wir sagen, dass die Abweichungen, die übrig bleiben, die sind randomisiert. Das sind randomisierte Restabweichungen. Heißt nichts anderes als, es gibt zwar systematische und zufällige Abweichungen, die systematischen haben wir aber so weit reduziert durch gewisse Dinge, die hier stehen,
dass wir deren Resteffekte, die übrig bleiben, die immer noch enthalten sind, weil das hier klappt ja nicht perfekt, auch als zufällig erachten können. Das ist die Idee, die wir in der Geodäsie häufig haben. Deswegen machen wir uns so viele Gedanken über gute Messanordnungen, gute Messstrategien, sodass wir sagen können, der Rest wird schon normal verteilt sein, damit ich den in eine Kovarianzmatrix stecken kann. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Heißt also, wir reden davon, dass wir, wenn wir das verfolgen, wenn wir sagen, eine Kalibrierung, die hat gut funktioniert, die anderen Abweichungen sind auch relativ klein gehalten, sodass die randomisiert sind, dann haben wir gewisse Beobachtungen, die stellen wir in einem Beobachtungsvektor auf, Beobachtungsvektor L. Dieser Beobachtungsvektor L besteht aus n Beobachtungen. Wir haben n Beobachtungen, das heißt 3 mal Anzahl an Messpunkten gemessen, weil jeder Messpunkt besteht ja aus einer Strecke, einem Horizontalwinkel und einem Vertikalwinkel. Das heißt, wenn wir mit n die Anzahl an Beobachtungen benennen und m die Anzahl der Punkte ist, dann gilt m mal 3 gleich n, weil wir haben für Punkt 1 eine Strecke, einen Horizontalwinkel, Vertikalwinkel, für Punkt 2 auch und für Punkt m auch diese drei Elemente, aber jeweils die Beobachtungen zählen immer direkt nach oben. Also n sind die Anzahl der Beobachtungen, m die Anzahl der Punkte und m mal 3 ist gleich n. Okay, und wenn wir jetzt die Messunsicherheit beschreiben wollen, haben wir die Kovarianzmatrix, die zugehörige. Und die sieht wie folgt aus. Wir haben also n Beobachtungselemente, aber m Punkte. Das führt dazu, dass wir auch eine n Kreuz n Kovarianzmatrix haben. Und die besteht aus verschiedenen Blöcken. Wir haben 3 Kreuz 3 Blöcke, die beschreiben jeweils die Genauigkeit oder die Unsicherheit innerhalb eines Messpunktes. Erster Messpunkt, m-ter Messpunkt. Und wir haben Blöcke, die beschreiben die Korrelation zwischen den verschiedenen Messpunkten, also hier zwischen dem ersten und den m-ten oder dem m-ten und den ersten, also hier symmetrische Eigenschaft der Kovarianzmatrix wie immer. Und hier, was steht hier drin? Innerhalb eines Messpunktes steht da drin die Genauigkeit der Strecke, die Präzision, die Genauigkeit des Horizontalwinkels und des Vertikalwinkels, ausgedrückt immer durch die Varianzen, die Korrelation zwischen der Strecke von Punkt 1 und dem Horizontalwinkel von Punkt 1, zwischen der Strecke von Punkt 1 und dem Vertikalwinkel von Punkt 1 und zwischen dem Horizontalwinkel und dem Vertikalwinkel von Punkt 1. Das beschreibt die Kovarianzmatrix innerhalb eines Punktes. Und dann können wir sagen, nun ja, die Strecke des ersten Punktes ist auch mit der Strecke des letzten Punktes korreliert. Das heißt, wir haben eine Kovarianz und der Horizontalwinkel des ersten Punktes mit der Strecke vom letzten Punkt und so weiter. Das heißt, wir haben hier diese Blockstruktur und diese Kovarianzmatrix beschreibt vollständig die Unsicherheit des Laserscans unter der Annahme, wir haben randomisierte Effekte, also normal verteilt und zufällig in der Hauptsache. Okay. Was sagt jetzt das Elementarfehlermodell? Das Elementarfehlermodell ist eine Möglichkeit, um diese Kovarianzmatrix aufzubauen, basierend auf der Annahme, dass die Abweichung des Messprozesses aus ganz, 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 ganz vielen kleinen Elementarfehlern besteht, die sich alle zusammenaddieren zu der Kovarianzmatrix, die ich nachher betrachte, oder zu der Gesamtabweichung des Messprozesses. Heißt also, die Grundidee ist, wir haben Verbesserungen. Beim Elementarfehlermodell wird das meistens in Epsilon bezeichnet. Ich habe das bisher immer mit V bezeichnet. Die hängen ab von einer Addition unzählig kleiner Abweichungen. Und das hier sind drei verschiedene Abweichungstypen einer gewissen Anzahl. Das sind hier alles Vektoren. Und die werden zusammengesetzt zu der Gesamtverbesserung des Systems. Und diese drei Abweichungsarten sind einmal Non-Correlating Errors, Functional Correlating Errors und Stochastic Correlating Errors. Ich bin jetzt hier bei der englischen Bezeichnung geblieben während der Vorlesung, aber Sie können sich das leicht übersetzen. Das hier sind nicht korrelierende Abweichungen, das sind funktional korrelierende Abweichungen und stochastisch korrelierende Abweichungen. Die haben eine gewisse Anzahl, das hier ist die Anzahl P, das ist die Anzahl Q. Sie werden gleich sehen, was das bedeutet, weil das eine Summe, die gebildet wird. Das sind aber die Anteile, die zu der Abweichung führen. Das heißt, jede Abweichung trägt bei zu der Gesamtabweichung.
Und die Gleichung sehen Sie hier. Wir sagen also, die Gesamtabweichung V setzt sich zusammen gemäß dieser Funktion hier aus den nicht korrelierenden Abweichungen der Anzahl k. Es gibt also ganz also der Anzahl p, k ist die Laufvariable, und die werden multipliziert mit einem gewissen Einfluss plus die funktional korrelierende Abweichung plus wieder eine Summierung der stochastisch korrelierenden Abweichung. Und das alles zusammen führt zu der Gesamtabweichung, die ich nachher betrachte, die ich irgendwie in der Kovarianzmatrix beschreiben möchte. Und das hier ist ja quasi das funktionale Modell der Verbesserung. Wir gehen ja davon aus, der Erwartungswert der Verbesserung ist eigentlich gleich 0. Aber über eine Varianzfortpflanzung können wir daraus die Kovarianzmatrix der Verbesserung aufstellen, weil ja die Kovarianzmatrix der Beobachtungen, Sigma L, haben wir gelernt, gleich der Kovarianzmatrix der Verbesserung ist. Also ist eine Varianzfortpflanzung dieses hier führt zu der Kovarianzmatrix der Beobachtung, wo jeder Term hier fortgepflanzt wurde. D mal die Kovarianz von Delta K ist das hier mal DKT, also das ist die klassische Varianzfortpflanzung für alle drei Größen. Heißt also, das Elementarfehlermodell ist ein Konstrukt, um ausgehend von verschiedenen Abweichungstypen eine gesamte Kovarianzmatrix aufzustellen. Und was es mit diesen Abweichungstypen oder diesen Klassifizierungen Elementarfehlern zu tun hat, darüber werde ich jetzt etwas erzählen. Es gibt also drei verschiedene Arten von Elementarfehlern. Das eine sind die Non-Correlating Errors. Wir haben eben gesehen, die haben einen Einfluss, der durch die Matrix DK ausgedrückt wird, und die haben eine zugehörige Kovarianzmatrix Sigma Delta Delta K. Und diese Non-Correlating Errors sind eigentlich das klassische Konstrukt der Abweichung, die Sie schon immer kennen. Das sind nämlich nicht korrelierende Abweichungen, die nur auf einzelne Messelemente wirken, wo keine Abhängigkeiten zwischen den Messelementen entstehen. Das heißt, deren Einfluss, auch wenn der hier dargestellt wird durch die Ableitung der Beobachtungsfunktion nach den einzelnen Abweichungen hier, entspricht das eigentlich der Einheitsmatrix, also einer Hauptdiagonalmatrix mit den Werten 1. Und worum es sich hier handelt, ist eigentlich immer nur die Noise-Werte, also die zufälligen Abweichungen, die wir schon immer beziffern, also die Standardabweichung der Distanzmessung, die Standardabweichung der Horizontalwinkelmessung und die Standardabweichung der Vertikalwinkelmessung. Das sind die nicht korrelierenden Effekte. Wir gehen dann dabei davon aus, weißes Rauschen sind die zufälligen Abweichungen, die haben keine Korrelation enthalten. Das modelliere ich sowieso immer mit. Das heißt, das ist eigentlich der einfachste Teil, das, was wir eh in eine Kovarianzmatrix stecken würden. Das ist also relativ einfach modellierbar. Und das heißt, Abweichung gut modellierbar, dieser Teil ist kein Problem zu modellieren. Wir haben ja einfach die Standardabweichung der Strecke, erstes Element bis zu der Standardabweichung Vertikalwinkel ganz am Ende. Und dazwischen stehen halt immer die Standardabweichung aller Strecken, aller Horizontalwinkel und aller Vertikalwinkel. Und die der Strecken können wir halt intensitätsbasiert modellieren, so wie ich das in Kapitel 5.1 gezeigt habe, über die Laser-Radar-Equation. Okay, Non-Correlating Errors, also kein Problem, wenn wir Elementarfehler damit aufbauen wollen. Gucken wir uns den zweiten Typ an, die Functional Correlating Errors. Die werden also modelliert über eine gewisse Varianz und die wirken scheinbar auf alle Elemente. Also diese haben hier nicht mehr nur eine Hauptdiagonalmatrix, sondern einzelne Abweichungen wirken potenziell auf alle Elemente. Und worum es sich hierbei handelt, sind Korrelationen zwischen Beobachtungen aufgrund von funktionaler Varianzfortpflanzung. Wir reden auch davon, dass das hier mathematische Korrelationen sind und die wirken sich potenziell auf alle Beobachtungen aus. Ein Beispiel beim Laserscanning ist das nichts anderes als, das sind alle Effekte, die durch Korrekturen oder Kalibrierung größtmöglich eliminiert wurden. Heißt also, ich habe ja eben gesagt, wir haben eigentlich systematische Abweichungen, die werden eliminiert durch geeignete Beobachtungsverfahren, durch Kalibrierung oder durch rechnerische Korrektur. Das klappt natürlich immer nur bis zu einem gewissen Grad. Bei einer Kalibrierung drückt sich das dadurch aus, dass wir natürlich eine Zielachsabweichung schätzen, aber wir müssen ja auch im Schätzprozess eine Genauigkeit der Zielachsabweichung ausgeben oder der Kippachsabweichung. Was wir jetzt hier sehen, ist zum Beispiel die Standardabweichung der Kippachsabweichung, die ich geschätzt habe in der Kalibrierung. Und diese Standardabweichung muss ich ja eigentlich einbringen, weil wenn ich die Kippachsabweichung nur mit einer Genauigkeit von 0,3 Sekunden bestimmt habe,
heißt das ja, wir haben da eine gewisse Unsicherheit und diese Unsicherheit wirkt sich hier auf alle Horizontalwinkelmessungen aus. Heißt also, ich hätte eine Genauigkeit für die kalibrierte Kippachsabweichung. Diese Genauigkeit müsste ich eigentlich nutzen, um der Kovarianzmatrix zu sagen, alle Horizontalwinkel sind von dieser Genauigkeit beeinflusst. Das heißt, alle Horizontalwinkel sind funktional korreliert durch diesen Parameter Sigma x7. Und für andere Parameter gilt das genauso. Also ich führe eine Ungenauigkeit ein, die durch funktionale Varianzfortpflanzung dazu führt, dass gewisse Beobachtungen miteinander korreliert sind. Das ist die Idee von funktional korrelierten Abweichungen. Und Sie können sich vorstellen, das gilt eigentlich ganz, ganz oft, weil wir viele Dinge annehmen. Wenn wir Temperaturkorrekturen anbringen zum Beispiel, könnte man auch sagen, das modelliert man funktional, weil halt die Strecke immer durch die aktuelle Temperatur beeinflusst wird. Das heißt, hier gibt es eigentlich viele Gründe, viele Effekte funktional zu modellieren und das wirkt sich natürlich auf das Gesamtunsicherheitsbudget der Punktwolke aus. Aber das ist zwar aufwendig, aber das klappt relativ gut. Solange wir ein Vorwärtsmodell haben, also eine Idee davon, wie Effekte über Varianzfortpflanzung auf die Punktwolke wirken, können wir das natürlich auch modellieren. Das geht für viele Effekte gut, gerade wenn wir von der Kalibrierung reden, klappt das sehr, sehr gut. Bei anderen Dingen ist das wieder ein bisschen schwieriger, aber insgesamt ist das noch ein relativ gut gestelltes Problem, wenn wir die Einflüsse kennen und die Varianzfortpflanzung auch im Griff haben. Schwieriger wird es, wenn wir uns die dritte Gruppe angucken, die stochastisch korrelierten Abweichungen, Gamma H. Das sind nämlich Korrelationen, die aufgrund der Physik des Messprozesses integriert werden müssen. Deswegen reden wir von physikalischen Korrelationen. Das ist auch so eine Art Sammelbecken für alles, was nicht gut modellierbar ist oder nicht gut modellierbar funktionale korrelierte Abweichungen darstellen. Das heißt, das, was nicht korreliert ist und nicht funktional korreliert ist, das landet hier. Das muss dann irgendwie modelliert werden, stochastisch, sodass wir deren Unsicherheit, die Unsicherheit dieser Abweichung auch in eine Kovarianzmatrix fassen können. Und worum es hier geht, ist zum Beispiel das Auflösungsvermögen. Deswegen habe ich das eben gebracht. Wenn wir sagen, wir haben Laserspots, die überlappen sich, dann führt das ja dazu, dass die Distanzmessung der sich überlappenden Laserspots korreliert sein müssten, weil die identische Information von der Oberfläche bekommen haben. Die haben auf identische Reflexionsgrade gemessen. Die haben mit einem identischen Einfallswinkel gemessen, mit einer identischen Distanz. Das alles führt zu Korrelationen, aber zu physikalischen Korrelationen, sodass ich sagen müsste, die Streckenmessung des Punktes 1 ist mit der Streckenmessung des Punktes 2 und 3 und 4 korreliert, und zwar zu 90%, 70 oder 60 oder wie viel auch immer. Oder Schwankungen der Atmosphäre, die ich nicht funktional modellieren kann, würden auch in diese Kategorie fallen. Heißt also, Beobachtungen, die zeitlich aufeinander folgen, sind durch die Physik des Messprozesses, also durch die Strahlausbreitung in der Atmosphäre, höher korreliert als andere. Winkelmessungen sind zeitlich interpoliert. Aufeinanderfolgende Winkelmessungen sind korreliert, weil es wird ja nicht jeder Winkel physikalisch abgegriffen, sondern er wird zeitlich interpoliert, weil wir ja mit mittlerweile 2 Millionen Messpunkten pro Sekunde messen können und in dieser Frequenz nicht die Winkelencoder messen können. Also haben wir hier auch Korrelationen, die eventuell nicht funktional modelliert werden können, sodass die in den stochastisch korrelierenden Abweichungen landen. Das heißt, Sie merken, das ist total schwierig. Es gibt ganz viele Dinge, die führen zu Korrelationen. Wir können es aber überhaupt nicht gut modellieren, weil wir auch oft nicht gut wissen, wo kommt das überhaupt her und wie sind die Abhängigkeiten dazwischen. Beim Auflösungsvermögen haben wir das jetzt geschafft in letzter Zeit, aber es gibt andere Effekte, die nicht gut modellierbar sind. Zum Beispiel, wir wissen nicht genau, zu welchen Korrelationen der Einfallswinkel zum Beispiel führt. Oder verschiedene Reflexionsgrade. Oder unterschiedliche Intensitäten führen nicht nur zu unterschiedlichen Varianzen, sondern auch zu unterschiedlichen Korrelationen. Heißt also, an dieser Stelle hapert es, wenn wir das Elementarfehlermodell auf Laserscans anwenden wollen. Ich komme also zum Schluss, wenn wir ein Elementarfehlermodell nutzen wollen, um eine
Kovarianzmatrix aufzubauen, und reden wir von einer synthetischen Kovarianzmatrix, dann ist das eine sehr gute Idee und es klappt an vielen Stellen auch gut, aber wir wissen noch zu wenig über einige Einflüsse auf die Genauigkeit eines Laserscans, sodass die Beschreibung der Unsicherheit der Punktwolke aktuell immer zu einem Großteil unvollständig ist. Wir sagen also, okay, die Gesamtunsicherheit eines Laserscans, ausgedrückt durch die Kovarianzmatrix, setzt sich aus rein zufälligen, unkorrelierten Abweichungen zusammen. Das ist die Präzision der Distanzmessung, der Winkelmessung, das haben wir ganz gut im Griff. Distanzmessung können wir intensitätsbasiert modellieren, bei den Winkeln können wir sagen, okay, wir nehmen Herstellerwerte. Die mathematischen Korrelationen, also die funktional korrelierten Effekte, die kriegen wir teilweise noch gut in den Griff. Ganz schwierig wird es aber bei den physikalischen Korrelationen, weil wir da die Größenordnung, die Übertragungsverhalten und so weiter nicht sehr gut kennen. Teilweise gar nicht. Heißt also, diese synthetische Kovarianzmatrix würde das Gesamtunsicherheitsbudget eines terrestrischen Laserscanners beschreiben, aber gewisse Einflussgrößen kennen wir nicht gut genug, als dass wir sie integrieren könnten, sodass die tatsächliche Kovarianzmatrix, die wir aufstellen, wenn wir die Messunsicherheit eines Laserscans beschreiben wollen, immer nur eine starke Vereinfachung der Realität ist. Was aber trotzdem diese Elementarfehler bringen, die betreffende Elementarabweichung und auch der synthetischen Kovarianzmatrix, möchte ich zeigen an einem Beispiel hier aus einem aktuellen Artikel von Gabriel Kerekes und Volker Schwieger. Und zwar haben die alle Elementarfehler modelliert und fortgepflanzt auf die 3D-Genauigkeit der Punktwolke. Das haben sie getan anhand eines Scans. Oder das sind Simulationen, wo ein Staudamm, eine Staumauer gescannt wurde von verschiedenen Standpunkten. 1, 2, 3, 4 wurde diese Staumauer hier gescannt. Und die haben alle möglichen Abweichungen modelliert, funktional, stochastisch korreliert und nicht korreliert. Und haben sich dann angeguckt, okay, welche Abweichungen haben denn welchen Anteil an der 3D-Genauigkeit der resultierenden Punktwolke. Und hier sehen wir mal ein Beispiel, wenn wir von Standpunkt 1 scannen, führt das dazu, ich habe jetzt die Grafik hier selber gemacht, ich habe die Informationen hier ein bisschen reduziert, führt dazu, dass die funktional korrelierenden Abweichungen, und zwar haben Sie hier die Kalibrierparameter modelliert, ungefähr 75% aller Abweichungen beschreiben. Heißt also, diese funktional korrelierenden Abweichungen haben den größten Einfluss auf das Unsicherheitsbudget des Punktes. Und da steckt drin die Genauigkeit der Kalibrierung, die Genauigkeit der geschätzten Zielachsabweichung, Kippachsabweichung, Hindenksabweichung und so weiter. Heißt also, die Kalibrierung selber hat einen immens großen Effekt auf die Genauigkeit des Punktes in diesem Fall. Die zufälligen Abweichungen für Strecke und Winkel gehen ungefähr mit einem Viertel ein und die stochastisch korrelierten Abweichungen, die Atmosphäre, die hier stochastisch korreliert ist, hat kaum Einfluss. Also atmosphärische Bedingungen kaum relevant, Instrument, Konstruktionsabweichung total. Die Kalibrierabweichung und zufällige Abweichung auch immerhin zu einem Viertel. Andere Abweichungen wurden hier nicht modelliert, deswegen haben wir nur diese drei Gruppen. Okay, ich habe Ihnen jetzt gezeigt, nach dem Elementarfehlermodell müssten wir ganz, ganz viel berücksichtigen, um die Kovarianzmatrix eines Laserscans aufzustellen, als Hilfsmittel zur Beschreibung der Messunsicherheit der Punktwolke. Jetzt gucken wir uns mal an, was man dann tatsächlich tun kann. Wie können wir jetzt die Kovarianzmatrix der Beobachtung aufbauen und danach auch die Kovarianzmatrix der Messpunkte? Die Kovarianzmatrix der Beobachtung, habe ich eben gezeigt, ist also Sigma LL und die setzt sich zusammen aus den Kovarianzmatrizen der einzelnen Messpunkte von Strecke, Winkel, Winkel und die Korrelation innerhalb eines Messpunktes und den Korrelationen zwischen verschiedenen Messpunkten. Innerhalb eines Messpunktes habe ich hier mit grün geschrieben, zwischen den Messpunkten mit rot die Korrelation. Gucken wir uns erstmal an die Kovarianzmatrix eines Punktes, also die Abweichung und Korrelation innerhalb eines Messpunktes. Wenn wir jetzt also die Unsicherheit eines Laserscans beziffern wollen, wie können wir dabei vorgehen, was können wir annehmen? Nun ja, wir können sagen, die Standardabweichung der Strecke oder die Varianz können wir intensitätsbasiert modellieren. Darüber haben wir gesprochen. Wir können also nach der Laser-Rayleigh-Equation ein intensitätsbasiertes stochastisches Modell aufstellen. Wir müssten also die Parameter dieser Funktion bestimmen.
die den Zusammenhang zwischen Intensität und Präzision bestimmt. Und dann können wir für jeden Distanzwert eine Präzision angeben. Das ist ziemlich gut erforscht seit 3 Jahren und das kann man sehr, sehr gut tun. Und wenn man also eine Präzision der Distanzmessung in seinem Laserscan annimmt, ist das schon viel, viel besser als einfach zu sagen, das sind 2 mm pauschal. Hängt natürlich auch davon ab, ob die Oberfläche sehr homogen ist und wir Unterschiede haben zwischen einzelnen Punkten oder ob eh alles relativ gleich ist, weil die Struktur sich kaum ändert. Man kann natürlich auch empirisch rangehen, durch Wiederholungsmessungen oder indem, dass man lokal irgendwie eine Ebene schätzt, könnte man auch sagen, daraus leite ich jetzt die Distanzgenauigkeit ab. Ein Weg, um die Genauigkeiten für die beiden Winkel anzunehmen, ist bisher noch nicht aufgezeigt. Da wird in der Regel die Herstellangabe verwendet, wo sowas steht wie die Genauigkeit sind 8 Sekunden zum Beispiel für eine Winkelmessung. Korrelationen zwischen Strecke, Horizontalwinkel, Strecke, Vertikalwinkel und horizontalen Vertikalwinkel werden in der Regel nicht angenommen. Die würden sich natürlich aus Kalibrierrestabweichungen ergeben. Allerdings geht man meistens davon aus, dass die einfach null sind, weswegen man innerhalb eines Punktes meistens nur eine Hauptdiagonalmatrix hat mit diesen 3 Elementen und die anderen sind in der Regel null, wenn ich einen Laserscan, die Unsicherheit eines Laserscans annehmen möchte. Gucken wir uns an, was zwischen den Punkten passiert, also die Kovarianzen zwischen 2 Punkten. Wir sehen also hier die Korrelation zwischen, oder die Kovarianz basiert natürlich auf der Korrelation, zwischen der Distanzmessung zum Messpunkt I und der Distanzmessung zum Messpunkt J, zwischen Winkel I, Strecke J, Vertikalwinkel I, Strecke J und so weiter. Und wenn wir jetzt uns fragen, wie ist denn jetzt die Streckenmessung zum Punkt I mit der Streckenmessung zum Punkt J korreliert, genau da müssen wir uns das Auflösungsvermögen angucken. Weil gehen wir davon aus, dass die Strecken I und J, dass die Punkte zu diesen, dass die zugehörigen Punkte sehr nah beieinander liegen, könnte es sein, dass sich die Laserspots überlappen, also dass wir hier im Bereich sind des Auflösungsvermögens und dann sagen wir, okay, die sind korreliert, hier müssten wir Korrelationen annehmen und wenn wir das nicht tun, machen wir einen Fehler. Und dieser Fehler kann groß sein, werde ich gleich noch ein Beispiel zeigen. Das ist das, was aktuell geforscht wird. Wie können wir Distanzkorrelationen annehmen zwischen nebeneinander liegenden Punkten, abhängig von ihrem Abstand zueinander? Da werden Korrelationsfunktionen aufgebaut. So können wir also Korrelationen einführen, die auch total Sinn machen und die auch, wenn wir es in Zukunft besser beherrschen, auch immer nutzen sollten. Korrelationen zwischen Winkelwerten, Horizontalwinkel und Vertikalwinkel machen eigentlich auch Sinn anzunehmen, weil wir wissen, die Winkelmessungen sind zeitlich interpoliert. Das heißt, der Wert jetzt mit dem eine Hundertstel, eine Millionstel Sekunde später, das ist keine Messung dazwischen wahrscheinlich passiert, sondern es ist einfach mathematisch gerechnet. Also wird hier auch eine Korrelation vorliegen. Allerdings, wie man das annimmt, ist auch noch unklar. Unterschiede zwischen horizontal und vertikal wären noch. Bei horizontal haben wir eine langsame Rotation, beim vertikal eine schnelle Rotation, sodass hier die Korrelationen wahrscheinlich auch höher sind als bei diesem hier. Korrelationen zwischen Strecke und Winkel und Winkel und Winkel zwischen benachbarten Punkten werden auch in der Regel als nicht korreliert angenommen. Und die Effekte sind sicherlich auch kleiner als die 3 hier vorne, die noch weiter untersucht werden müssen, weil die sicherlich einen großen Einfluss auf nachher die realistische Annahme einer Kovarianzmatrix haben. Einfluss des Auflösungsvermögens, eben schon angedeutet. Die Frage ist also, wie wichtig ist das eigentlich zu beachten, dass die Streckenmessung zum Punkt I mit der Streckenmessung vom Punkt J korreliert sind? Und da habe ich ein Beispiel mitgebracht. Wir haben einmal simuliert, dass wir eine Wand scannen, einer Größenordnung von 5x5 Meter in 40 Meter Distanz. Wir scannen diese Wand mit einer Auflösung von 3,1 mm in 10 Meter. Das führt dazu, diese gemessene Wand in 40 Meter Distanz hat ungefähr 160.000 Messpunkte. Wir haben die also mit 160.000 Messpunkten aufgenommen mit einer Auflösung von 3,1 mm in 10 Meter. Wenn wir jetzt daraus das Auflösungsvermögen rechnen, ich habe Ihnen gezeigt, wie das geht, dann kommen wir darauf, dass wir horizontal ein Auflösungsvermögen von 23,6 mm haben und vertikal von 54,2 mm. Das führt jetzt dazu, dass ich Ihnen hier 2 Abbildungen zeigen kann. In der linken Abbildung sehen wir einmal die Messpunkte aufgelistet. Hier sind Abweichungen in Meter jeweils, oder das ist die Ebene, meine ich.
Ja, die Wand. Wir sehen hier, die Punkte haben einen gewissen Abstand, die resultieren auf der Auflösung. Und wir sehen hier das Auflösungsvermögen immer drumherum gezeichnet. Das ist diese Ellipse eben. Und wir sehen, das Auflösungsvermögen ist im Vertikalen schlechter als im Horizontalen. Das ist hier dieses Verhältnis von mehr als 2 zu 1. Und wenn wir jetzt hier einen Punkt haben und dann drüber zwei Punkte, sehen wir, dass diese beiden Punkte da drüber immer noch in der Ellipse sind des unteren Punktes. Das heißt, die beiden Punkte sind mit diesem hier, haben einen überlappenden Bereich, sind also zwangsläufig korreliert, teilen sich ja dieselbe Distanzmessinformation. Und vertikal sind die Punkte mehr korreliert als horizontal. Diese Abbildung führt zu der Überlappungsgrafik rechts zu sehen. Wir sehen hier die Überlappung zwischen den Punkten. Und man kann hier sehen, in der Hauptdiagonalen sind die Punkte immer zu 100% natürlich überlappt, jeder Punkt mit sich selber. Und so weiter wie nach rechts kommen, lässt die Überlappung nach. Und dann fängt sie wieder neu an, weil das so geordnet ist, wir gehen von dem Punkt zu dem, zu dem, zu dem, zu dem. Dann fangen wir eine neue Reihe an und das ist immer hier der Fall. Also hier links nach rechts, links nach rechts, links nach rechts. Wir sehen, dass hier also immense Punkte überlappt sind. Direkt benachbarte sind überlappt und eine Zeile tiefer, noch eine Zeile tiefer sind auch immer wieder überlappt, bis sie halt nicht mehr überlappend sind. Und wenn die sich alle dieselbe Distanzinformation teilen, sind die zwangsläufig auch korreliert. Und das führt zu dem folgenden Effekt. Ich kann jetzt daraus berechnen, wie viele Punkte denn unkorreliert sind von diesen 16.000. Und tatsächlich sind, oder von den 160.000. Tatsächlich sind von den 160.000 nur 30.000 unkorreliert. 18% der kompletten Punkte sind unkorreliert. Das heißt, nur 18% der Messpunkte haben eine 100%ig neue Information. So könnte man das auch beschreiben. Und wenn wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, was das bedeutet, dann bedeutet das zum Beispiel, wir wollen jetzt eine Messung durchführen. Zum Beispiel messen wir eine Ebene, wie das hier auch der Fall war. Und einerseits sagen wir, die Ebene wurde mit 160.000 Punkten gemessen. Und dann sage ich aber, die Ebene wurde mit 30.000 Punkten gemessen. Das heißt, wenn wir jetzt die Genauigkeit der Ebenenparameter bestimmen wollen und annehmen, dass wir 160.000 unkorrelierte Punkte hätten, dann können Sie sich vorstellen, ist nach der Varianzfortpflanzung die Genauigkeit der Parameter viel, viel höher, als wenn ich sage, nee, das sind ja nur 30.000 unkorrelierte Punkte. Wenn ich das nicht berücksichtige, täusche ich also eine viel zu hohe Parametergenauigkeit vor, als die, die ich tatsächlich habe. Ich nehme also an, meine Genauigkeit des Parameters der Neigung der Ebene ist meinetwegen ein Mikrometer. Aber das stimmt gar nicht, weil ich bin eher bei einem Millimeter, weil ich ja vergessen habe, dass nur 18% der Messungen überhaupt unkorreliert sind. Das ist also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, um realistische Abschätzungen meiner Messunsicherheit kriegen zu können, ist das hier ein Effekt, der auf jeden Fall berücksichtigt werden müsste, was aber aktuell kaum getan wird. Okay, ich habe bisher über die Kovarianzmatrix der Beobachtung gesprochen. Wenn wir beim Laserscanning sind, ist es aber meistens so, dass wir nicht die Beobachtung angucken, also einen Vertikalwinkel, einen Horizontalwinkel und eine Strecke, sondern Koordinaten x, y, z, also die Messpunkte. Und der Übergang dazwischen, der ist ja total geläufig. Wenn wir also unsere Polarbeobachtung, Strecke, Horizontalwinkel, Vertikalwinkel haben, dann können wir über dreidimensionales polares Anhängen daraus kartesische Koordinaten rechnen. Und das ist die Punktwolke, die wir nachher auch haben. Das heißt also, wir kriegen hier über 3D-polares Anhängen die Koordinaten und das ist nichts anderes als ein funktionaler Zusammenhang f oder eine Funktion abhängig von den Beobachtungen L und die Beobachtungen L sind R phi Theta. Wenn wir jetzt die Genauigkeit fortpflanzen wollen von den Polarbeobachtungen auf die kartesischen Koordinaten, machen wir das gemäß Varianzfortpflanzung. Also wir leiten diese Funktion ab nach den Beobachtungen mal Sigma L mal die transformierte Ableitung nach den Beobachtungen, dann kommen wir auf Sigma x, y, z. Das ist dann also die Kovarianzmatrix der Messpunkte. Diese Kovarianzmatrix der Messpunkte ist ja analog aufgebaut zu der Kovarianzmatrix der Beobachtung, die ich eben gezeigt habe, mit dem Unterschied, dass da halt kartesische Koordinaten drinstehen. Und hier ist jetzt auch wieder so, natürlich, dass wir so ein Subsystem haben. Wir haben einmal die Kovarianzmatrix des Messpunktes 1 und des Messpunktes m, dazwischen natürlich auch welche, und wir haben die Korrelation zwischen denen. Hier ist es jetzt natürlich so, dass dieses Subsystem in jedem Fall voll besetzt ist. Eben hatte ich ja gesagt, wir haben Standardabweichungen für Strecke, Winkel, Winkel und die Korrelation oder Kovarianzen sind teilweise unbesetzt.
Ich habe jeweils gezeigt, was da für Parameter drinstehen oder welche Werte da drinstehen. Teilweise waren die 0. Hier wird das definitiv nicht der Fall sein, weil über das Varianzfortpflanzungsgesetz jeder Eintrag hier belegt ist. Wenn Sie also annehmen, bei einer Punktwolke nur die Hauptdiagonalelemente sind belegt, begehen Sie in jedem Fall einen Fehler. Ob der relevant ist, ist eine andere Frage, aber Sie begehen einen Fehler, weil Sie vernachlässigen mathematische Korrelation, was Sie niemals tun sollten. Das hat nichts damit zu tun, ob Sie Effekte kennen oder nicht. Das hat nur etwas damit zu tun, ob Sie das Varianzfortpflanzungsgesetz beherrschen oder nicht. Voll besetzt. Hier abhängig von Sigma in L, ob hier was steht, hängt davon ab, ob in Sigma in L auch Korrelationen zwischen den Punkten sind. Wenn nicht, wird das hier auch leer bleiben. Wenn ja, werden hier Werte stehen. Wozu führt das? Nun ja, was können wir tun, wenn wir das alles berücksichtigen? Diese Abbildung habe ich schon mal gezeigt. Jetzt habe ich die ein bisschen erweitert. Wir sehen hier einen Scan, abgebildet durch ein Graubild. In diesem Scan können wir einen Intensitätswert für die Strecke rauskriegen. Wenn wir eine Kalibrierkurve haben zwischen Intensität und Streckengenauigkeit, habe ich mal gezeigt, wie das geht, dann können wir hier also eine Standardabweichung für die Strecke nehmen. So können wir also intensitätsbasiert Genauigkeiten der Strecke entnehmen. Wenn wir jetzt gleichzeitig noch für den Horizontalwinkel und den Vertikalwinkel eine Herstellangabe nehmen, können wir die drei Angaben über eine Varianzfortpflanzung auf die 3D-Genauigkeit des Punktes transformieren und am Ende kriegen wir für die komplette Scan für jeden Messpunkt eine 3D-Genauigkeit heraus, abhängig von einer Streckengenauigkeit und einer Winkelgenauigkeit, wobei hier natürlich jetzt keine Korrelationen modelliert sind, kein Auflösungsvermögen und so weiter. Das ist das, was noch fehlt, um ein realistischeres Abbild der tatsächlichen Messunsicherheit zu bekommen, mithilfe der Kovarianzmatrix. Okay, also bezüglich der Messunsicherheit. Die resultierende Messunsicherheit der Punktwolke hängt wesentlich vom Umgang mit den systematischen Abweichungen ab. Wir haben schon mehrfach gesehen, systematische Abweichungen bilden eigentlich den Haupteffekt und um die komplette Messunsicherheit zu beziffern, müssen wir natürlich ordentlich mit den systematischen Abweichungen umgehen. Unter der Annahme, dass wir eine gute Kalibrierung haben, rechnerisch Dinge anbringen, Korrekturen anbringen, Messstrategien geeignete verwenden, bleiben optimistisch gesehen nur randomisierte Effekte übrig. Ob das tatsächlich so ist, wird derzeit auch noch an vielen Stellen erforscht. Die Genauigkeit hängt entsprechend im Elementarfehlermodell von nicht korrelierten, stochastisch korrelierten und funktional korrelierten Abweichungen ab. Die Größenordnung und die Abhängigkeiten sind teilweise bekannt, teilweise aber auch unbekannt und aufwendig zu modellieren. Das heißt, der Aufbau einer synthetischen Kovarianzmatrix basierend auf dem Elementarfehlermodell ist auch sehr, sehr komplex, sodass in der Realität oft im Moment sehr starke Vereinfachungen genutzt werden. Also oft wird eine vereinfachte Kovarianzmatrix zur Beschreibung des stochastischen Modells verwendet und der Grad der Vereinfachung ist wesentlich für die Aussagekraft der Ergebnisse. Also wenn ich eine Kovarianzmatrix nehme, die nur Millimeter für x, y, z vorsieht, also keine Korrelation modelliert und so weiter, dann wird da auch die Aussagekraft sehr, sehr gering sein, wenn ich wissen will, ob Ergebnisse signifikant sind oder nicht. Das ist die Literatur, die ich heute verwendet habe. Hier Hintergrund zum Böhler-Stern. Hier ist die Standardliteratur und dann sehen wir hier was zum Auflösungsvermögen von der Berit-Schmitz, das intensitätsbasierte stochastische Modell von Daniel Wujans. Und hier kommen zwei Quellen, die etwas zur synthetischen Kovarianzmatrix erzählen. Hier Kerekes, wo ich auch die Abbildung daraus entnommen habe. Basierend auf der heutigen Vorlesung habe ich verschiedene Lernziele formuliert, die Sie als Fragen, die Sie jetzt beantworten sollten. Was beschreibt das Auflösungsvermögen eines Laserscanners? Wie wirkt es sich aus und wovon hängt es ab? Wie lässt sich die Kovarianzmatrix von Laserscan-Punktwolken modellieren und quantifizieren? Und aus welchen Gründen sind Vereinfachungen zu treffen?